Freitag, der 13., was für ein Tag. Pech soll er bringen, hat man dir gesagt. Du stehst mit dem falschen Bein auf und bestimmt geht alles schief, wenn du dich so benimmst. Die Milch ist zu heiß, das Brot ist zu hart, Marmelade am Kragen, ein eiskaltes Bad. Das Fenster fliegt auf, der Wind lässt alles verwehen. Wenn du auf die Uhr schaust, bleibt sie sicher grad stehen. Du suchst nach der Zeitung, wo kann die nur sein? Und dann fällt die Tür zu, du kommst nicht mehr hinein. Freitag, der 13., was für ein Tag. Pech soll er bringen, hat man dir gesagt. Du stehst mit dem falschen Bein auf und bestimmt geht alles schief, wenn du dich so benimmst. Vielleicht bleibst du liegen, dann zerbricht dir dein Bett. Du stehst nur im Weg rum, kommst immer zu spät. Bei Regen hast du den Schirm nicht dabei. Willst du etwas lesen, geht die Brille entzwei. Der Hund, der dann kommt, beißt dich sicher ins Bein. Und der, der dir hilft, sollte sehr vorsichtig sein. Denn Freitag, der 13., was für ein Tag. Pech soll er bringen, hat man dir gesagt. Du stehst mit dem falschen Bein auf und bestimmt geht alles schief, wenn du dich so benimmst. Willst du etwas heben, wird die Schulter verrenkt. Du wirst dich erkälten, wenn du nur daran denkst. Beim Abwasch zerschlägst du bestimmt ein paar Gläser. Und was du auch tust, es wird dadurch nicht besser. Doch halt mal, Scherben, die bringen doch Glück. Dann ist ja alles ganz anders, alles nochmal zurück. Und Freitag, der 13., was für ein Tag. Pech soll er bringen, wer hat das gesagt? Du stehst mit dem richtigen Bein auf und bestimmt geht alles gut, wenn du dich so benimmst. Ja, Freitag, der 13., was für ein Tag. Pech soll er bringen, wer hat das gesagt? Du stehst mit dem richtigen Bein auf und bestimmt geht alles gut, wenn du dich so benimmst. Freitag, der 13.